Und zwar müssen wir jetzt mal schnell rechnen. Wir haben viermal mit 4.500 verloren. Das gibt 18.000. Dann einmal mit 9.000. Also wir haben 27.000 Dollar verloren, 90.000 gewonnen. Das heißt, wir haben 63.000 Dollar gewonnen. Und Violet hat gewonnen. Und jetzt Violet, genau. Und wieder das gleiche Spiel. Wir teilen die 375.283 durch 70. Das ergibt 5.300. Ja, machen wir mal 5.500 draus. 5.500 und platzieren die Wette. Ja, und sieh an, wir haben schon wieder gewonnen. Und ja, 55.000. Wir setzen jetzt nochmal auf Violett. Und diesmal mit 6.000. Sieht ganz so aus, als ob die Nummer 5 gewinnt. Jo. Der Kamelfuß hat wieder gewonnen. Ja, der hat gewonnen. Okay, gut. Das heißt, wir setzen jetzt wieder 6.000 und zwar auf Grün. Moment mal schnell. Da war, glaube ich, 12 das höchste beim Grünen. Hä? Ja. Setzen wir 6.000 auf den Don Johnson. Ja, wir waren kurz in Führung, aber sieht ganz so aus, als ob diesmal die Nummer 3 gewinnt. Sorry. Ach nein, mein Computer trollt mal wieder. So, 6.000 Dollar haben wir verloren und gelb. Okay, gelb hat gewonnen. Gelb. Cunilingus. Aha, sehr interessant. Und zwar, ja, 6.000 auf Cunninglingus. Und Entschuldigung, diesmal gewinnt Blau. Und auf Blau setzen wir nicht, sondern wenn Blau kommt, setzen wir auf Gelb. Und zwar setzen wir wieder die 6.000. Okay, jetzt gewinnt Grün
Und jetzt haben wir viermal 6.000 verloren. Das heißt, wir verdoppeln wieder. Und zwar auf 12.000. Ich werde euch dann noch, ja, eigentlich den Mechanismus meiner Strategie erklären, aber zuerst schauen wir mal, dass wir dieses Spiel gewinnen. Jetzt hat Blau wieder verloren und wir setzen, da wir nicht auf Blau setzen, setzen wir 12.000, upsala, nein, setzen wir 12.000 auf Gelb. Aber das Verhältnis ist ein bisschen kacke. Das Verhältnis ist ein bisschen kacke. Ja, jetzt ist besser. Okay, Rot gewinnt, Rot, das heißt, wir setzen, da wir nicht auf Rot setzen, setzen wir 12.000 nicht auf Rot, upsala, sondern auf Violett. Rot wird wahrscheinlich gewinnen. Ja. Rot hat gewonnen. Das heißt, wir setzen wieder 12.000 wieder auf Violett. Und wir werden ganz knapp von Rot geschlagen. Okay, wir haben jetzt auch viermal mit 12.000 verloren. Das heißt, wir verdoppeln auf 24.000 und setzen wieder auf Violett. Mit einem besseren Verhältnis natürlich. Nicht mit 9 zu 1, sondern mit 10 zu 1. Okay, wir haben 240.000 Dollar gewonnen und jetzt müssen wir schnell schauen, 240.000 Dollar gewonnen und wir haben viermal mit 6.000 verloren, viermal mit 12.000, 48, das gibt 68, 72.000 haben wir verloren. Das heißt, wir haben einen Reingewinn von 168.000, oder? Nö. Falsch gerechnet. 60, 72.000. 70, 170. 168. 168.000, doch. Okay. 168.000. Super. Gut. Also wir haben bereits schon über eine halbe Million. Also
Ja, knapp 600.000. Ich werde jetzt mal kurz verraten. Jetzt habe ich ja quasi meinen Gewinn. Ja, in relativ kurzer Zeit, also quasi mein Vermögen innerhalb kurzer Zeit versechsfacht, und ich kann euch verraten, wie ich das gemacht habe und zwar. Und ich habe überhaupt nichts gecheatet, ihr könnt das selber ausprobieren und so. Und zwar mache ich Folgendes. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wie ich spiele, aber ich werde es noch erklären. Also, ich setze grundsätzlich, das ist mal der Grundsatz, ich setze immer auf ein Pferd, das gewonnen hat. Also wenn ein Pferd gewinnt, dann setze ich im nächsten Spiel auf dieses Pferd. Warum? Ich habe ein paar, sag jetzt mal, ja, ein paar hundert Spiele gespielt, und mir ist aufgefallen, dass es eigentlich folgendermaßen ab, also dass es folgendermaßen abläuft. Und zwar, also jedes Pferd genau die gleiche Gewinnchance, und zwar 1 zu 4. Wenn man ein paar Spiele spielt, wird man jedoch feststellen, dass es nicht so ist, dass quasi in 5 Spielen jedes Pferd einmal gewinnt. Das wird nicht so sein. Das ist sehr, 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 sehr selten. Die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass ein Pferd zweimal gewinnt. Oder sogar mehrmals. Kann auch sein. Und wenn man jetzt sagen wir das Doppelt, also 10 Spiele nimmt, ist es noch extremer. Also dann kann es wirklich sein, dass ein Pferd gar nie gewinnt und eins gewinnt vielleicht dreimal und so. Jetzt, das ist für etwa, sagen wir, bis 50 Spiele und so, kann es da rechte Unterschiede geben zwischen den einzelnen Pferden. Je mehr Spiele man jedoch spielt, wird man feststellen, dass wenn man schaut, wie oft jedes Pferd gewonnen hat, wird man feststellen, dass sich das eigentlich relativ gar nicht so stark unterscheidet. Würde man jetzt unbegrenzt immer wieder spielen, würde jedes Pferd, da jedes Pferd ja die gleiche Gewinnwahrscheinlichkeit hat von 1 zu 4, würde jedes Pferd in etwa gleich oft gewinnen. Und aus diesem Grund ist es eigentlich komplett wurscht, auf welches Pferd man setzt. Ich persönlich habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass wenn man auf ein Pferd setzt, das gerade gewonnen hat, dass es eigentlich, also rein von der empirischen Erfahrung her, also ja, empirische Erfahrung ist ja das Gleiche, aber auf jeden Fall empirisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pferd, das gerade gewonnen hat, dass es wieder gewinnt, ist höher, als dass ein anderes gewinnt. Das haben einfach meine Versuche haben das gezeigt, und ich habe jetzt nach dem gespielt. Jetzt ist aber noch was Zweites. Ich setze nicht auf Blau und Rot. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Gewinnwahrscheinlichkeit hier ist relativ mies. Also, also nicht die Gewinnwahrscheinlichkeit, sondern das, was man erhält, wenn man gewinnt, das ist relativ mies. Also man erhält hier das Dreifache, hier das Vierfache. Aber hier erhält man bereits schon das Siebenfache, hier das Neunfache, hier das Zwölffache. Gut. Das heißt, ich werde, wenn jetzt Gelb, Violett oder Grün gewinnen, werde ich jeweils auf die setzen. Wenn Blau gewinnt, setze ich auf Gelb. Wenn Rot gewinnt, setze ich auf Violett. Das habt ihr eigentlich schon gesehen. Gut. Drittens, ich werde viermal mit dem gleichen Betrag spielen. Ihr habt gesehen, Entschuldigung, ich habe gesehen, ich habe ein Siebzigstel genommen. Man kann auch mehr nehmen, ist ein bisschen gefährlich. Man kann auch weniger nehmen, dann dauert es einfach länger. Aber ja, mit einem Siebzigstel funktioniert es eigentlich relativ gut. Also man kann immer, eben mit einem Siebzigstel funktioniert es wirklich sehr gut. Das ist eigentlich so, ja, der Betrag. Eben, man kann im Prinzip am Anfang, wenn man 350 Dollar hat, wenn das Spiel beginnt, kann man gleich schon ins Pferderennenbüro gehen und spielen, bis man irgendwie, weiß ich, wie viel, eine Million hat. Das ist theoretisch möglich. Dauert natürlich eine Weile. Jetzt geht es natürlich ein bisschen schneller, weil wir schon ein bisschen Startguthaben haben. Aber egal. Ein weiterer Punkt ist, ich werde 4 Spiele mit dem gleichen Betrag spielen, und wenn ich dann viermal verloren habe, werde ich den Betrag verdoppeln. Dann spiele ich wieder 4 Spiele. Und wenn ich dann wieder verloren habe, verdopple ich wieder. Und das mache ich einfach so weiter, bis ich gewinne. Und eben in der Regel gewinnt man das. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe jetzt in den, ich habe mir das ja hier aufgeschrieben. Ich habe hier jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe insgesamt 5 Mal gewonnen. Und das erste Mal musste ich nicht verdoppeln. Das zweite Mal auch nicht. Das dritte Mal musste ich einmal verdoppeln. Das vierte Mal habe ich gleich beim ersten Versuch gewonnen. Das fünfte Mal jetzt musste ich eins, zwei, musste ich zweimal verdoppeln.
Eins, zwei, genau, zweimal verdoppeln. Also es waren jetzt zweimal verdoppeln. Habe ich jetzt insgesamt drei, sechs, acht Spiele verloren. Okay, also ihr seht, das dauert in der Regel nicht lang. Es kann natürlich aber auch länger dauern. Also lasst euch da nicht erschrecken. Aber ich denke, eben wenn ihr mit einem Siebzigstel des Kapitals anfängt, ist, also das, meine Erfahrungen haben gezeigt, dass zwischen 20 und 30 verlorenen Spielen, dass man da in der Regel gewinnt. Aber das ist natürlich auch ein Stückchen Glück und Zufall. So, jetzt machen wir aber weiter. Und zwar haben wir das letzte Mal mit Violett gewonnen. Und also mein Ziel ist, 1 Million Dollar zu haben übrigens. Violett, und zwar setzen wir auf Violett wieder ein Siebzigstel, und zwar 598.283 durch 70 gibt 8.500. Da machen wir, ja, nehmen wir 8.500, ist gerade eine runde, relativ runde Zahl. 8.500 auf Violett. Und zwar ist das Verhältnis wieder kacke. Eben, und da achte ich auch drauf, dass ich da möglichst ein optimales Verhältnis habe, nämlich nicht 9 zu 1, sondern 10 zu 1. Nein, nicht 10.000, sondern 8.500 auf Violett. Genau. Eben noch was zum Verdoppeln. Eben durch das Verdoppeln hole ich quasi, wenn ich dann gewinne, meine verlorenen Spiele wieder raus. Und zweitens wird durch das Verdoppeln auch immer der Gewinn erhöht. Und ihr seht, ich habe jetzt schon wieder gewonnen, und zwar mit Violett. Ich werde jetzt wieder auf Violett setzen. Und zwar 683.000. 200, 683.283 durch 70 gibt 9.000. Komm, da machen wir 10.000. Machen wir es nicht so spannend. Oder machen wir es ein bisschen spannender. 10.000 auf Violett. Also eben, wer jetzt das blöd findet, was ich da tue, der kann es natürlich auch so machen, dass er einfach im ein Pferd setzt, alles Geld, und dann, wenn er verloren hat, wieder lädt und nochmal versucht und so. Aber ich denke, so ist noch ein bisschen mehr Spannung drin, weil das andere, das kann wirklich jeder. Also. Okay, Gelb hat gewonnen. Das heißt, wir werden auf Gelb setzen, und zwar 10.000. Ah, im Prinzip hätte ich ja, Gelb hätte ich im Prinzip ja auch das hier nehmen können. So. Und eben, man könnte ja theoretisch nach jedem Spiel, das man verliert, verdoppeln. Würde ich aber nicht empfehlen, weil man kommt sehr schnell, also dann, wenn man immer wieder verdoppelt, an sehr hohe Beträge, und dann geht man wirklich pleite, und das wäre schade. Okay, jetzt hat Blau gewonnen. Blau hat gewonnen, das heißt, wir setzen auf Gelb, und zwar wieder 10.000. Ja, man muss sich das halt ein bisschen notieren nebenbei. Man kann sich auch, ja, nein, ich würde es schon notieren. Also einen kleinen Zettel, ein bisschen notieren, dass man weiß, wann man wieder verdoppeln muss. Und sich auch aufschreiben, wie viel man gesetzt hat, auf welches Pferd gewonnen hat. Man kann auch selber sich das alles aufschreiben und dann eine Statistik machen. Okay, jetzt hat Grün gewonnen. Das heißt, wir setzen auf Grün und auch wieder mit 10.000.
Und eben, es wird ja eigentlich empfohlen, dass man immer auf Grün setzt, weil das die höchste, ja, quasi Gewinnmarge hat, eben 12 zu 1 und so. Entschuldigung, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es gut sein kann, dass ein Pferd, dass quasi andere Pferde, wie soll ich sagen, dass die mehr gewinnen in einem bestimmten Zeitraum, also dass es Pferde gibt, die weniger als andere Pferde gewinnen. Okay, jetzt hat Blau gewonnen. Das heißt, wir setzen wieder auf Gelb. Und diesmal doppeln wir auf 20.000. 20.000 auf Gelb. Und zwar wegen der Gewinnmarge. 8 zu 1 bitte. Oder war das 7 zu 1? Oh, ich glaube, das war sogar 7 zu 1, okay. Komm, 20.000 auf Geld. Der Charles Bronson. Und was wollte ich noch sagen? Ja, genau, und ich habe da schon die Erfahrung gemacht, dass es wirklich, dass Grün sehr eigentlich seltener gewinnt als die anderen und man fährt so eigentlich besser. Also man macht eigentlich in der Zeit macht man eigentlich mehr Gewinn, wenn man es eben so wie ich macht, immer auf das Pferd, das gewonnen hat, setzt. Ich habe es so nachgeprüft, es ist wirklich ganz klares Ergebnis, dass man so mehr Gewinn macht, wie wenn man jetzt immer auf Grün setzen würde. Wir haben auch schon wieder mit Gelb gewonnen und zwar 140.000 Dollar. Million kommt langsam in Reichweite. Wir setzen gleich wieder auf Gelb und zwar, Entschuldigung, diesmal mit dem Betrag 783.283. Entschuldigung, durch 70 ergibt 11.000, da machen wir 12.000 draus, kommen. Okay, Grün gewinnt, das heißt, wir setzen auf Grün und zwar auch wieder 12.000. Nein, nicht 20.000. Eben einfach stur diese Strategie anwenden, überhaupt nicht schauen, eben und nur zu eurer Info, es steht schon fest, welches Pferd gewinnt, und zwar schon am Anfang des Rennens. Also ihr müsst da nicht irgendwie wütend werden, wenn euer Pferd da knapp verliert oder knapp gewinnt. Das ist reines Zufallsdings. Und das hat überhaupt nichts mit Glück, also schon mit Glück zu tun, aber also eigentlich mehr mit Zufall, sagen wir es mal so. Jetzt hat Gelb gewonnen und wir setzen wieder die 12.000 und dieses Mal auf Gelb. Und eben schaut immer damit der Gewinnchance eben 8 oder was ist das andere? 10 und 12. Also bei Gelb, Violett und Grün. Weil, ja, ihr verschenkt sonst Geld, also unnötigerweise, weil das hat keinen Einfluss. Und eben auch mit den, wie sagt man, also die Gewinnchancen, egal wie oft ein Pferd hintereinander verloren hat,
Seine Wahrscheinlichkeit, dass es gewinnt, erhöht sich nicht. Das ist eben den Fehler, den viele machen, dass sie denken, oh, das Pferd hat schon so oft verloren jetzt hintereinander. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es muss jetzt gewinnen. Das ist absoluter Quatsch. Das machen die Leute im Casino immer falsch. Die Wahrscheinlichkeit, dass quasi eine Nummer oder eine Farbe oder was auch immer kommt, ist immer gleich groß. Eben jetzt hat Violett gewonnen. Das heißt, wir setzen 12.000 auf Violett. Aber nicht bei dem Verhältnis. Da möchte ich schon lieber was anderes sehen. So, 10 ist besser. Rot hat gewonnen und jetzt müssen wir das erste Mal doppeln und zwar auf 24.000 und wir setzen die 24.000 eben nicht auf Rot, ups, sondern auf Violett. Wir haben 240.000 Dollar gewonnen. Okay, die Million haben wir leider noch nicht. Wir setzen auf Violett. Besseres Verhältnis bitte. Und zwar diesmal mit 975.283 durch 70. Mit, ja, machen wir 15.000, komm, da runden wir jetzt 15.000 auf Violett. Okay, Gelb gewinnt, das heißt, wir setzen 15.000 auf Gelb. Ah nein, 8 war glaube ich gut, oder? Ah doch, 8, da hatte ich es doch richtig in Erinnerung vorhin, dachte ich. Okay, 15.000 auf Gelb. Sortensauce. Da bekomme ich gleich Hunger. Eben und probiert es ruhig selber und ihr werdet sehen, diese Methode funktioniert. Also es ist keine Leistung, die ich hier vollbringe. Ich habe auch wirklich kein einziges Mal jetzt neu geladen. Ich habe das jetzt durchgespielt. Okay, jetzt Blau gewinnt. Und wenn Blau kommt, setzen wir auf Gelb. Okay, Grün gewinnt. Also wir setzen ein letztes Mal 15.000 vor der Verdoppelung auf Grün.
Ganz knapp verloren, Violett gewinnt. Und jetzt doppeln wir auf 30.000 und setzen auf Violett. Grün gewinnt, das heißt, wir setzen 30.000 auf Grün. Grün gewinnt, wir erhalten 360.000 Dollar und haben somit die Million geknackt. Und ja, hiermit werde ich auch das eigentlich jetzt beenden. Ich habe euch ja erklärt, wie der Mechanismus funktioniert. Und ich werde mich jetzt zuerst mal auf Einkaufstour begeben. Die ganzen Immobilien hier in Los Santos kaufen. Und natürlich das Spiel auch noch abspeichern, weil ich bin natürlich jetzt froh, dass ich die Million geschafft habe, obwohl eben. Ich bin eigentlich sehr gechillt an die Sache rangegangen, weil ich habe ja das eigentlich schon offscreen eigentlich schon versucht, ob diese Methode funktioniert und sie. Sie hat auch funktioniert. So. Also, bis dann und. Wo ist mein Haus? Ah, hier. Also, bis dann und tschüss.